Wir haben gerade schon über das Thema Blogger-Relation gesprochen. Da wollen wir jetzt auch gleich weitermachen. Die Jennifer Groß und Thomas Rabach wollen uns beide gleich erzählen, wie man langfristige Beziehungen zu Bloggern aufbaut. Jennifer Groß ist Gründerin von Blogger at Work. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt. Blogger at Work leistet einen Beitrag zur Vernetzung mithilfe von Events, Workshops, aber eben auch Reisen. Thomas Rabach ist Inhaberin von Rabach Communications und hat 12 Jahre lang in der PR gearbeitet, 5 Jahre schon in Blogger Relations, und die beiden geben uns jetzt einen Einblick, wie man das eigentlich alles so richtig macht mit den Bloggern. Vielen Dank und herzlich willkommen auf der Bühne. Also jetzt, genau, du hast den Pointer. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir wollen, wie gesagt, über das Thema Blogger Relations auf Augenhöhe sprechen. Und Blogger Relations sind ja so vielfältig wie ihre beteiligten Personen. Und da wundert es nicht, dass Erwartungen und Herangehensweisen total variieren. Und auch, dass das Verständnis teilweise füreinander nicht vorhanden ist, bis hin zu, dass da Welten aufeinanderprallen. Genau, und dass da Welten aufeinanderprallen, war für mich als Agenturler ehrlich gesagt immer noch ein bisschen komisch, weil ich denke, wenn wir jetzt seit Jahren alle im Blogger-Relations-Bereich tätig sind, warum ist es immer noch so, dass wir darüber sprechen müssen scheinbar, wie eigentlich so eine Zusammenarbeit funktioniert. Aber das zeigt, dass wir hier stehen. Es ist ein Thema, und mich würde interessieren, wer von euch denkt oder hat die Erfahrung gemacht, dass die Kooperationen, die ihr mit Unternehmen eingeht, auf Augenhöhe klappen? Niemand. 2, 3, 4, 5. Ich finde, es sind zu wenig. Es müssten sich eigentlich alle melden. Und eigentlich ist es ziemlich schade. Deswegen wollen wir mal so ein bisschen besprechen, was ist es eigentlich, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer. Man muss nur mit gesundem Menschenverstand rangehen. Man muss sich aber auch noch mal in den anderen hineinversetzen. Ja. Und ich befürchte, wir haben die falsche Präsentation, um einfach mal zu improvisieren, kurz auf der Bühne. Okay, super. Fangen wir an mit der Bloggersicht. Ja, was ist uns Bloggern wichtig? Also zum einen ist es natürlich, dass die Inhalte passen, die zu meinem Blog passen. Und der persönliche Draht. Der ist für mich ganz, ganz wichtig. Weil ohne den findet, glaube ich, auch überhaupt gar keine Kooperation statt. Ja. Genau, das mit den richtigen Inhalten sehen wir als Agentur und als Vermittler mit Unternehmen natürlich ganz genauso. Auch bei uns kommt es viel mehr auf die Inhalte an. Meine These ist, Reichweite ist nicht alles, Glaubwürdigkeit hingegen schon, weil vielmehr die Glaubwürdigkeit einfach ganz, ganz viel beinhaltet, was man benötigt. Das beinhaltet zum einen, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, ehrlich miteinander zu sprechen. Es beinhaltet aber auch, das größte Gut des Bloggers nicht zu verlieren und nicht aus den Augen zu verlieren, indem ich eben vielleicht nicht jede Kooperation einnehme, sondern wirklich nur die, die komplett inhaltlich zu dem passt. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, was unser Anspruch ist. Und zu kennzeichnen, wenn es entsprechend um Kooperationen geht, in denen bestimmte Kriterien erfüllt sind. Clara hat mal so einen schönen Satz gesagt, kennzeichnen tut nicht weh. Auch das spielt für mich in das Thema Glaubwürdigkeit auf jeden Fall mit rein. Ja. Ja, was ist sonst noch wichtig? Also Anschreiben habe ich gesagt, die Ansprache, den Fuß in die Tür setzen. Dann auch, dass das Gegenüber sich mit meinem Blog auseinandergesetzt hat. Dass ich das Gefühl habe, hey, der mag mich, weil er mir das wirklich gesehen hat, und nicht Gießkanne, ich schreibe alle mal an und ändere nur die Namen ab. Ja. Ich glaube, was schwierig ist für Unternehmen, und das macht es eben auch so schwierig, miteinander zu sprechen, ist die Heterogenität. Jeder Blogger ist anders, jeder Blog ist anders, der Anspruch von jedem Blogger ist anders, und ähnlich ist es bei den Unternehmen auch. Und für die Unternehmen ist es einfach schwierig, weil es nicht Blogger nicht Fisch und nicht Fleisch sind. Sie sind keine klassischen Journalisten, denn dann kommt die Frage, warum soll ich denn was dafür bezahlen? Journalisten bezahle ich ja auch nichts dafür. Es sind keine klassischen Testimonials. George Clooney würde ich natürlich ein bisschen was bezahlen, ehrlich gesagt. Und so versuchen wir, so ein bisschen zu vermitteln und sprechen eher von Markenfürsprecher, um zum einen gute Argumente zu haben,
dafür Honorare zu bezahlen, um aber eben auch deutlich zu machen, es sind keine Journalisten. Journalisten grenzen sich davon ab, dass es wirklich eine neutrale Meinung sein muss, und Blogger zeichnen sich ja durch ihre Glaubwürdigkeit auch aus, dass sie eben wirklich ihre eigene Meinung sagen. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch von Bloggersicht nochmal zu hinterfragen und zu denken, wo steht denn das Unternehmen, was weiß das Unternehmen überhaupt von Blogger-Kooperationen, und auch ein bisschen zu hinterfragen, warum müssen die denn jetzt unbedingt Zahlen haben, warum antworten die nicht, warum sprechen die mich so in Massenmails an, genau. Nehmt es nicht persönlich, sondern hinterfragt eher, warum sie an der Stelle noch sind. Richtig, genau. Dann ist noch das Thema Exklusivität. Bin ich jetzt Masse und bekomme das Anschreiben als 150. oder ist es exklusiv, vielleicht nur 5x5 exklusive Blogger, die dafür ausgesucht wurden, man dann quasi ein Markenfürsprecher ist oder Markenbotschafter ist, das ist auch noch sehr wichtig. Ja, und ich denke, das mit den Massenmails, das hören wir auch immer, bitte schreibt uns Blogger nicht als Massenmails an. Ich würde mir das andersrum auch wünschen, auch wir als Agentur und dafür im Namen unserer Kunden bekommen sehr, sehr viele Massenmails. Hey, ich bin die. Es ist sehr, sehr austauschbar. Und was ich mir wünsche, ist, glaube ich, genau der gleiche Wunsch, den Blogger auch haben, sich vorher einmal damit zu beschäftigen. Was ist denn das für eine Marke? Was haben die denn eventuell für ein Ziel? Was haben die für Themen bislang gehabt? In welche Richtung laufen die? Also genau das, was ich mir als Agenturler auch anschaue, bevor ich auf den Blogger zugehe. Ja. Dann ist auch noch wichtig, die freie Darstellungsform. Also nichts ist schlimmer, als einen vorgefertigten Text zu bekommen, den ich dann copy-paste auf den Blog setze. Nein, da möchten wir uns von abgrenzen. Das ist nicht mehr meine persönliche Meinung. Das ist nicht mehr das, wofür ich persönlich stehe. Und da sage ich also Hände weg von so etwas. Aber das ist ja auch das, was sozusagen auf die Glaubwürdigkeit entsprechend mit einzahlt. Gemeinsam zu überlegen, was passt denn zu dem einen, was passt zu dem anderen. Gemeinsam Thema zu überlegen und vor allen Dingen, dass beide Seiten die Mehrwerte, die sie jeweils aus der Kooperation mit rausnehmen, aufzugreifen. Genau, und Mehrwert heißt für mich nicht immer unbedingt zwingend, dass es auf die Bezahlung ankommt. Es gibt auch Firmen, da ist der Mehrwert einfach die Person, die dahinter steckt, oder die Agentur, die dahinter steckt. Und da kann ich auch gerne mal fünf gerade lassen sein und sagen, das Produkt, der Mensch, ist mir in dem Moment mehr wert als die Bezahlung an sich. Also man sollte nicht immer so machen. Ja, ich glaube, das ist aber das, was ich eingangs auch sprach, das Schwierige für Unternehmen, weil einige Blogger natürlich davon leben, die haben keine andere Einnahmequelle, andere Blogger machen es nur als Hobby nebenher und sind gar nicht darauf angewiesen, das Geld zu bekommen. Und genau diese Unterschiede, die es gibt, verunsichern die Unternehmen natürlich auch, weil sie nicht wissen, an wen geraten sie jetzt. Sie wissen, die Blogger tauschen sich aber aus. Oh je, wie spreche ich sie jetzt an? Und ich glaube, umso wichtiger ist es auch, was ich meinte, nur das anzunehmen, hinter dem man steht. Natürlich soll man Geld damit verdienen. Und es ist wichtig, dass die Zeit, die man investiert, um eine schöne Kooperation umzusetzen, auch entsprechend honoriert wird. Da bin ich absolut für. Aber es sollte einfach für beide Seiten ein gewisser Mehrwert auch da sein. Ja. Und natürlich auch die Qualitätsstandards der einzelnen Blogger variieren unglaublich. Also Thomas, ich glaube, du kannst ein Lied davon singen. Ja, definitiv. Ja? Und was sind diese Qualitätsstandards, die so auseinanderweichen? Also natürlich ist es zum einen die Hintergründe, die der Blogger mitbringt. Mache ich das beruflich? Bin ich selber irgendwie im Social-Media-Bereich? Arbeite ich schon für eine Agentur in einem Unternehmen und so weiter? Wie kreativ ist der Blogger? Ja, schreibt der 0815 oder hat er ein schönes Storytelling dahinter? Ich glaube, das variiert unglaublich. Das ist aber auch der Grund, weswegen ich sage, Reichweite ist nicht alles. Ja. Also wir achten an erster Stelle wirklich darauf, passt es thematisch zum Unternehmen? Dann, wie hoch ist die Interaktion? Das ist was für mich viel, viel wichtiger ist als die klassische Reichweite. Dann vielleicht passt es zum Produkt, passt es gerade irgendwie zu dem Thema, was sowieso in der Familie oder bei dem Blogger im Leben gerade passiert. Layout und Rechtschreibung und so weiter sind natürlich Dinge, die ich jetzt mal als professionell voraussetze. Aber genau das, nicht immer. Das sind die Dinge, die du ansprichst. Ja. Ja, also wenn ich manche Blogs lese und ich lese sehr viele Blogs am Tag, da wundert es mich. Aber es gibt manche Blogger, die jetzt, sage ich mal, keinen deutschen Hintergrund haben. Da finde ich das sehr niedlich und auch authentisch. Und wenn sie dazu dann auch noch so ein paar Videos machen, wo man dann sieht, dass sie in einem gesprochenen Deutsch sprechen, dann finde ich das sehr gut. Aber wenn ich als deutsche Bloggerin Deutsch schreibe,
dann sollte das schon Hand und Fuß haben. Und genauso auch, wenn ich meinen Blog mehrsprachig mache. Also ich bin jemand, ich sage Hände weg, wenn ich es nicht wirklich muttersprachlich oder professionell kann. Dann ist lieber die deutsche Sprache mehr wert als drei Sprachen, die aber so ein bisschen holprig sind. Ja, sicherlich das auch. Die Frage ist ja auch immer wieder, wie findet man denn als Blogger Unternehmen oder wie finden Unternehmen Blogger? Erzähl doch mal, wie machst du das denn? Wie findest du denn Unternehmen? Wie gehst du auf die zu? Also hauptsächlich auf Messen. Man lernt andere Blogger kennen, man tauscht sich aus. Also Netzwerken ist ganz wichtig. Und dann halt die angebotenen Veranstaltungen, die für Blogger Angebot, was angeboten wird, genau. Und davon wird es ja immer mehr. Also wenn ich mal sehe auf dem Markt, das sprießt ja doch aus dem Boden. Ich glaube, das ist eine große Hürde für Unternehmen. Wo finden Sie denn überhaupt Blogger? Ja. In der klassischen Pressearbeit ist es ja so, dass ich in den Zeitschriftenladen gehe, irgendwo an den Bahnhof gehe und mir die Zeitschriften angucke und mich durchwühlen kann nach den verschiedenen Themengebieten. Die Bloggerwelt ist wirklich wie so ein Bloggerhaus und ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll und als Unternehmen und dann auch, wonach soll ich denn überhaupt bewerten? Und deswegen kommt, glaube ich, relativ häufig auch dieses Reichweitenthema in den Fokus. Reichweitenthema aber auch, weil wir, und wir hatten eben schon die Diskussion, Jura hat es eben mit angesprochen, zwischen PR und Marketing, während wir in der PR ja sehr viel auf Themen besetzen, auf Image oder auf Bekanntheit gehen, darauf gehen, Leser an uns zu binden oder die Zielgruppe an uns zu binden, ist es im Marketing einfach sehr, sehr zahlengetrieben. Und wenn das Marketing Geld bereitstellt, stellt es natürlich die Maßnahme Blogger Relations auch immer in den Wettbewerb mit anderen Maßnahmen, mit einer Promotion beispielsweise oder ähnliches und rechnet sich dann natürlich aus, wie viel Geld muss ich ausgeben bei einer Promotion und wie viele Leute erreiche ich damit, wie viele Leute erreiche ich aber jetzt mit dieser einen Blogger-Kooperation. Und dafür muss man leider am Ende des Tages wieder diese Zahlen hervorkramen, auch wenn ich sage, Vertrauen und Glaubwürdigkeit lässt sich nicht messen. Und da ist es eben schwierig zu verargumentieren, warum man vielleicht weniger Leute erreicht, aber die treffsichereren. Ja, wo wir gerade dabei sind, Vertrauen ist das A und O. Und du auch schon sagtest, Zahlen, Daten, Fakten. Wie ist das bei euch in der Agentur? Prüft ihr die Daten, die euch der Blogger auf seinem Media Kit einreicht oder vertraut ihr da blind? Also wir freuen uns schon mal sehr, wenn es ein Media Kit gibt, weil es uns die Arbeit sehr, 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 sehr erleichtert und wir viel schneller beurteilen können, ist das generell ein Blog, der passt oder der nicht passt. Ich fände es den falschen Ansatz, zu sagen, wenn mir jemand etwas schickt, dass ich das noch überprüfe, in einem Bereich, wenn es um Relations, also um die Beziehung geht, dem anderen mit Misstrauen entgegenzutreten, fände ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ja. Wenn das natürlich offensichtliche Dinge sind, wie, weiß nicht, da stehen die Facebook-Fans drauf, ich gucke mir dann die Facebook-Seite an, um auch zu gucken, was hat der für Themen und sehe, oh, da hat er wohl eine Null zu viel mit dran geschrieben, dann werde ich natürlich misstrauisch, aber erstmal gehe ich davon aus, dass wir uns beide mit Vertrauen und Wohlwollen begegnen und entsprechend alles stimmt. Ja. Oftmals hört man auch immer wieder das, oh Mensch, die macht sich ja wirklich die Tasche voll und der arme Blogger am Ende der Kette bekommt für seinen Beitrag mal gar nichts oder viel zu wenig. Thomas, als Agenturchefin, wie schätzt du das selber ein? Oder sag mal was dazu, wie es auch von der Agentursicht her aussieht. Also ich kann natürlich nur für uns sprechen. Und wir haben bei manchen Kunden Budgets, wo wir klar vorgeben, da planen wir das und das für Blogger-Honorare mit ein, was einfach die Erfahrung zeigt, wie viel Aufwand ist es, was sind so die Erfahrungswerte mit den Bloggern, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben. Es gibt aber auch Unternehmen, und das ist die größte Herausforderung, ehrlich gesagt, in meinem Job, die ganz klar die Policy haben, dass sie kein Geld an Blogger bezahlen. Oder kann ich als Agentur nur weiter versuchen zu verargumentieren und zu begründen und zu erklären. Wir sind da aber die Hände gebunden. Und meistens ist es auch so, dass auch den PR-Ansprechpartnern auf Unternehmensseite die Hände gebunden sind, sondern dass das eher was ist, was von ganz, ganz oben kommt und wo, glaube ich, noch trotz all der Jahre Blogger Relations eine Menge Aufklärungsarbeit, und deswegen sind wir ja auch hier, vorherrschen muss, um einfach nochmal zu erklären, dass gewisse Sachen wie Glaubwürdigkeit und Vertrauen sich einfach nicht sofort in Zahlen niederschlagen lassen. Ja, du hattest eben gerade gesagt, wenn wir überhaupt mal ein Media-Kit bekommen, hat denn heutzutage, wie viele, ich möchte mal prozentual sagen, wie viele Blogger haben denn kein Media-Kit vorzuweisen?
Oh, das kann ich ehrlich gesagt in Prozenten nicht ausdrücken. Da müssten wir, glaube ich, eher in die Runde sprechen. Wir sind ja sehr auf den Food- und Family-Bereich fokussiert. Ich würde mal sagen, 50 bis 70% ungefähr haben Media Kit. Davon nochmal die Hälfte, die das auch öffentlich rausgibt. Bei den anderen müsste man es einmal anfragen. Und da würde ich mir auch wünschen, für mehr Offenheit direkt zu sorgen. Warum die Zahlen verheimlichen, wenn sie eher dazu führen, dass man eine Kooperation anstreben kann. Okay, gut. Ja, kommen wir mal dazu, was ist die Quintessenz? Was lernen wir daraus? Was geben wir abschließend mit auf den Weg? Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich, sich einmal in die andere Seite hineinzuversetzen und zu überlegen, was kann ich denn als Blogger dem Unternehmen als Mehrwert bieten? Und ich als Unternehmen überlege, was kann ich dem Blogger als Mehrwert bieten? Und das sollte, finde ich, neben finanziellen Aspekten einfach auch ein schönes Thema sein, was ihn als Blog nochmal weiterbringt, was eine schöne Leserbindung ist. Es sollte aber auch, und das hatten wir eben auch schon, eher um langfristige Kooperationen gehen. Ich glaube, viele Unternehmen probieren gerade noch ein bisschen aus. Also wirklich dieses Überlegen, was kann ich dem anderen bieten, damit es für den anderen auch schön wird. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, damit man sich auf Augenhöhe begeben kann. Ja, und dazu zählt für mich auch, dass ein kontinuierlicher, vertrauensvoller Dialog entsteht. Und letztendlich ist das die Basis für eine professionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ja, ich denke auch, sich mit Misstrauen zu begegnen, bringt gar nichts. Wir sind auch häufig, ich folge ja auch den Blogger-Diskussionen auf den Social-Media-Kanälen, es steckt nicht immer Böswilligkeit hinter den Aussagen der Unternehmen. Manchmal wissen sie es einfach nicht besser, sondern denken gerade, dieser geile, heiße, neue Scheiß mit den Bloggern, das muss ich auch unbedingt mitmachen, wissen aber noch nicht so richtig, wie sie es anfangen wollen. Und wir, die schon länger entweder bloggen oder schon länger Blogger-Relations betreiben, wissen einfach, wie es ein bisschen anders geht. Also habt ein bisschen Geduld und ein bisschen Verständnis für die Gegenseite. Ja, und natürlich, beide Vertragspartner sind natürlich gleichgestellt, ne? Und nehmen sich auch gegenseitig ernst und hören einander zu. Genau, das ist wichtig, der Dialog ist wichtig, auch der Invest in die eigentliche Beziehung, wie man das mit jedem anderen Geschäftspartner oder auch mit jeder anderen Freundschaft macht. Und da muss nicht unbedingt für beide Seiten direkt was rausspringen. Ich glaube, da gibt es zahlreiche Beispiele, wo es erst nach einigen Wochen oder einigen Monaten gefruchtet hat, aber dann umso besser und umso langfristiger. Ja. Ja, da würde ich ganz gerne ins Publikum fragen. Gibt es da eurerseits Anmerkungen, Fragen, Anregungen? Keine Bestätigungen oder Widersprüche? Komm mal mit dazu. Ja, Entschuldigung. Ja? Entschuldigung. Ich würde ganz gern mal wissen, was denn eurer Meinung nach in so ein Media Kit gehört? Also was außer jetzt den Zahlen? Also für mich das Erste, was ich mir... Vielleicht auch nochmal, welche Zahlen? Ja, was ich mir als Erstes angucke, sind ja eben nicht die Zahlen, sondern eher passt der Blog inhaltlich zu dem Kunden, den ich suche. Und da würden mir total helfen, wenn jemand den USP seines Blogs sagt. Das können drei Hashtags sein, drei Schlagworte, das kann ein Satz sein, um zu sehen, was unterscheidet diesen einen Blog von den 1000 anderen, die es in dem Bereich gibt. Das ist zum Beispiel für mich das Allerwichtigste. Ja. Dann kommen Zahlen wie erstmal, auf welchen Kanälen ist derjenige vertreten, dann welche Zahlen stecken hinter den Kanälen, Instagram, Facebook, dem Blog selbst und so weiter. Vielleicht auch, welche Arten von Kooperationen sind möglich, sind überhaupt Kooperationen möglich und was ist dem anderen wichtig. Ja. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, langfristige Verbindungen oder langfristige Beziehungen aufbauen. Mit wie vielen Blogs arbeitet ihr dann auch wirklich so langfristig zusammen? Oder ist es dann doch wieder eher sporadisch, je nach Kunde? Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr von Kunde abhängig. Und auch, ist es ein Thema, was der Kunde das ganze Jahr über spielt? Oder ist es ein neues Produkt, was jetzt angeteased werden soll? Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Gibt es Fragen hier noch aus der Runde? Ich würde auch noch sagen, haltet es immer aktuell. Ganz oben auch gleich Stand draufschreiben, damit die Agentur oder das Unternehmen sieht, von wann ist das Media Kit. Wenn es 2 Jahre alt ist, in 2 Jahren bist du schon vielleicht viel weiter, größer, schneller, wie auch immer. Und dann wäre es schade, wenn die Agentur nicht ein neues Media Kit anfordern könnte. Deswegen immer gleich oben mit den Stand draufschreiben. Was ich auch immer noch sehr schön finde, und ich glaube, da sind wir uns einig, gestaltet das Media Kit so, dass es zu eurem Blog passt. Probiert so ein bisschen die CI/CD damit reinzubringen, die Farben, die Schriften, Bilder, die ich wiedererkenne auf dem Blog.
Weil das ist euer Aushängeschild. Damit bewerbt ihr euch, ja? Und dementsprechend würde ich das gut finden, glaube ich auch als Agentur, dass das, was ich auf dem Media Kit sehe und ich dann die Webseite aufrufe, dass das auch zueinander passt. Einmal das natürlich und wirklich das, was ich sagte, zeigt, was euch wirklich auszeichnet. Es gibt im Familienbereich über 2000 Familienblogger, die können wir gar nicht alle kennen und der Kunde auch nicht. Also warum soll ich gerade dich aus diesen 2000 beispielsweise nehmen für dieses eine Projekt oder die Kooperation? Ja. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ich glaube, da war eine Frage. Hier. Ihr sagtet eben, dass zur Blogger-Kooperation auf Augenhöhe auch bedeutet, dass Unternehmen bezahlen. Sowohl aus Unternehmenssicht als auch aus Blogger-Sicht, was ihr da für Tipps habt, was ist die Leistung, was ist ein Blogbeitrag wert? Einfach so, um ja, einen Wert zu haben, woran kann man sich orientieren? Also ich persönlich als Blogger orientiere mich an meinem eigenen Wert, den ich pro Stunde ansetze. Ich gucke mir an, um was geht es, schaue mir das Briefing an, was gehört alles dazu, was möchte der Kunde oder die Agentur oder wer auch immer. Und setze mich hin und schreibe mir wirklich auf, was ich an einzelnen Posten habe. Und sei es drum, dass ich die Social Medias mit drin habe, da muss ich auch noch kommentieren und so weiter. Also da kommt ja eine ganze Menge zusammen, wenn man sich das mal, sage ich mal, fein aufscribbelt. Und dann überlege ich mir, wenn ich das Paket für mich rund habe und das auch abgesprochen ist, alles und auch möglichst schriftlich, weil dann ist es verbindlich und keiner kann mir sagen, ach, da habe ich mir mehr erwartet oder da bin ich jetzt aber enttäuscht. Dann überlege ich mir, wie mein Stundensatz zu diesen Stunden, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, passt. Und da muss ich sagen, da geht es auseinander. Es gibt welche, die machen sich ganz klein und dann gibt es welche, die machen sich schon ganz groß. Und es ist letztendlich, man muss gucken, wie die Angebot und Nachfrage ist. Man muss es langsam rantesten. Es gibt für Blogger nun mal keine Schwackelliste, wo man sagt, bei der Reichweite kriegst du das, bei dem kriegst du das. Und mal ganz ehrlich, die großen Blogger, wer spricht wirklich darüber? Da ist nicht viel, wenn man mal nach Zahlen fragt. Also ihr müsst da selber rangehen. Ihr müsst für euch austesten, wie ist euer Marktwert in Häkchen. Und spielt es offen mit den Agenturen und Firmen. Sagt denen, ihr seid da am Anfang und testet euch aneinander ran. Und wenn das Vertrauen da ist, habe ich die Erfahrung gemacht, klappt es auch sehr gut. Ich glaube auch, das ist das Wichtige, um das Verständnis weiter zu fördern, wirklich zu erzählen, was steckt denn dahinter. Viele Unternehmen denken, naja, mein Gott, die schreiben ja jeden Tag, wie lange wird der daran schon sitzen? Das macht er irgendwie eine Stunde so, dann durch meinen Namen als Marke kriegt der ja noch Reichweite. Das ist, glaube ich, etwas, was ihr öfter zu hören bekommt. Sondern erzählt wirklich, ihr macht euch Gedanken, ihr bindet das in euren Alltag mit ein. Ihr macht Fotos, ihr bearbeitet die Fotos. Im Food-Bereich werden ganze Rezepte entwickelt. Das dauert natürlich viel, viel länger, als wenn ich mich vor die Kamera stelle und 2 Minuten ein Produkt bespreche. Ich glaube wirklich, legt das einfach offen dar, wie viel Arbeit da wirklich hintersteckt. Und dann ist auch eher das Verständnis da, was der Preis am Ende ausmacht. Aber eine kurze Nachfrage nochmal. Wenn man dann einmal mit einem vielleicht etwas niedrigeren Preis, ist es nicht auch schwer, dann da wieder rauszukommen aus diesem etwas niedrigeren Preis, auch wenn man dann längerfristig versucht, eine Zusammenarbeit darzustellen? Also ich kann nur für mich sprechen. Ich glaube, da gehen hier die Meinungen wirklich auseinander. Nein, weil ich gewinne ja auch an Professionalität, ich gewinne an Erfahrung. Wenn man sich mal alte Blogposts von früher anguckt, denkt man so, um Gottes Willen, wie habe ich damals gestartet teilweise, ja? Und ich meine, man kann die Weiterentwicklung ja auch einpreisen und man wird ja auch hoffentlich dann immer besser. Und warum nicht? Aber ich denke, frech zu starten und dann schlecht abzuliefern, die Variante finde ich eher negativ. Also ich möchte ganz kurz was zu dem Thema sagen, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen laut, das nach Stunden, in den Preis nach Stunden abzurechnen, also es ist ja nicht nur die Arbeit, die man verkauft ja auch sein Renommee, seine Reputation, seine Reichweite, also ich rechne Advertorials nie nach Stunden ab, sondern wirklich habe mich sukzessive an einen gewissen Marktwert herangetastet, also auch mal günstig gestartet, man hat ja keine Erfahrung und bin dann einfach auch immer teurer geworden. Ja. Ja. Aber von dieser Sicht, ich überlege mir, wie lange ich brauche und dann rechne ich das multipliziere ich das mit meinem Stundensatz.
Also das kann die Basis sein, aber dann kommt schon noch ein Multiplikator drauf. Das wollte ich nur ergänzen. Da gebe ich dir völlig recht. Aber ganz oft ist es so, wenn du Kooperation neu startest, wo setze ich überhaupt an? Und da denke ich mal, macht es Sinn, erstmal für sich zu bleiben, weil es gibt keine Schwackeliste, wie gesagt, an der ich mich messen kann. Und dann kann ich also mich nur selber messen und sagen, okay, wie lange brauche ich und was ist es mir dann in dem Moment wert? Aber natürlich, und diese Punkte, es kommen ja immer mehr Punkte dazu, je professioneller man wird, je länger man bloggt, wo einer ist, gesellt sich auch gerne der Nächste, wenn man die Arbeit gut gemacht hat. Das ist ja dann, wenn es ein Selbstläufer irgendwann. Ich stimme dir da auch vollkommen zu, und gerade der wichtige Aspekt, du stehst ja auch mit deinem Namen dahinter und mit deiner Person und mit deinem Gesicht, das ist das, weswegen ich ja auch dafür plädiere, ist Markenfürsprecher zu nennen oder Markenbotschafter zu nennen, weil genau das ist, was es ausmacht und was man eben dann auch wieder nicht messen kann. Ja. Genau. Jura hat noch eine Frage. Einmal das Mikrofon bitte. Ja, danke schön. Kurzer Kommentar zu dem letzten Punkt. So sehr ich Reputation und die aufgebaute Reichweite schätze, ich sie schätze, empfehle ich trotzdem, über die Arbeit zu argumentieren, weil der Preis, der da rauskommt, wenn man über die Arbeit argumentiert, wird bei fast allen Bloggern, die ich kenne, deutlich höher ist, als wenn man über die Reichweite argumentiert. Denn das ist ja das Problem der meisten Blogger, dass sie im Vergleich zu anderen Medien, zum Beispiel Instagrammern, zum Beispiel YouTubern, eine deutlich geringere Reichweite nur haben. Und deswegen meine Empfehlung, argumentiert über die Arbeit, argumentiert über den Aufwand. Genau. Kalkuliert euren Stundensatz anhand eurer Reputation. Genau. Da kann man dann sozusagen diesen Stellfaktor reinbringen. Aber die Unternehmen verstehen viel besser, wenn man ihnen sagt, wie viel Aufwand das eigentlich ist, den man da betreibt, um diesen Content zu produzieren. Genau, das ist quasi genau das, was ich vorhin damit auch sagen wollte. Und in dem Moment, wo ich mich hinsetze und das aufschreibe, habe ich auch quasi gleich ein Briefing und kann sagen, liebes Unternehmen, das ist das, was du von mir erwarten kannst. Verbindlich, hier und jetzt, schriftlich. Es ist also quasi noch ein Mehrwert für mich selber, weil ich es dann mal aufgescribbelt habe, was eigentlich alles dazukommt. Und das ist dann auch wirklich darstellbar fürs Unternehmen. Ja. Ja. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke ich euch, Thomas und Jennifer. Danke. Vielen Dank. Spannende Einblicke und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Danke.